So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Terranigma. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo ich überhaupt bin, was ich schon alles gemacht habe. Da hatten wir doch die eine Rüstung gefunden, oder? Ja. Ich muss mich hier erstmal wieder komplett reinfuchsen. Wie gesagt, war jetzt ja die Woche nicht da und du weißt natürlich gar nicht mehr, wo es lang ging. Also hier auf jeden Fall oben schon mal nicht. Dann werden wir wohl hier irgendwo rüber müssen. Hatte ich die Götterknolle? Was haben wir denn hier? Ach, noch mehr Augen. Aua. Lasst mich in Ruhe, ich mag euch nicht. Noch mehr Augen, die lasse ich jetzt einfach mal. Na, wo landen wir hier? Ach, kann man nicht... Ach, schon wieder so eine olle Blume. Aua, natürlich landen wir auch genau drin, ne? Na, und tschüss. So, die Pupillas lassen mich jetzt einfach mal bitte. Aua. Ach, ist natürlich nicht gerade... klug da irgendwie mit dem Funkflug reinzugehen, da erwischt man die ja nie mit. Gehen die mal kaputt oder was? Okay. Das war dann wohl ein Level Up. Stärke steigt um 2, Abwehr steigt um 2, KP steigt um 12 und Glück steigt um 3. Das ist gar nicht schlecht. Zuerst wir nebenbei noch eine Götterknolle. Wir müssten aber auch ziemlich... Ach, da ist ein Durchhang. Okay, ich sehe ihn. Ziemlich nah am Boss sein. Ach, da war ein Schleimblob. Ach so, die Geschichte. Jetzt heißt es hier einmal durchschwimmen. Und dabei möglichst den richtigen Weg finden. Ich schwimme einfach mal rechts. Und wir landen wo? Ja, wo landen wir denn jetzt? Hallo? Ganz hier auch mal ein Ende oder so. Also ich weiß, dass wir hier jetzt schon ziemlich nah am Boss sind. Nee, ich bin auch einmal im Kreis geschwommen, oder? Kann nicht sein. Wo landen wir denn hier? Nirgendwo, okay. Ja. Was ist hier hinten? Von da kommen wir doch, oder? Schwimmen wir nochmal hier hinten lang. Wir sind tatsächlich jetzt gerade einmal im Kreis geschwommen, wie es aussieht. Kannst du nicht schneller schwimmen? Ah. Warte. Ich vergewaltige gerade den X-Knopf gerade etwas. Damit er hier mal etwas auf Tempo kommt. Ah ja, hier müsste es doch sein. Ab den Wasserfall runter. Und dann lassen wir beim Boss. Hitteroron quält Glossy. Ja, der Boss in diesem Fall ist nicht der Drache, wie man zunächst einmal annehmen könnte, sondern es sind tatsächlich diese ekelhaften... Wie heißen die noch? Dingsterviecher. Hier muss man etwas aufpassen, denn die fallen auch gerne mal auf einen runter und saugen einen dann die KP aus. Da muss man etwas aufpassen. Wenn so ein Dings da... Wie heißt das noch? Ja, das meine ich nämlich. Die fallen einfach runter und lassen sich dann auf uns fallen. Und das macht dann ordentlich Aua. Wenn einer von denen auf unserem Kopf landet, dann müssen wir uns in den Feuerstahl des Drachen stellen. Damit wir den wieder loswerden. So lange zieht er uns dann kontinuierlich Energie ab. Den einen haben wir offenbar schon erledigt, das ist gar nicht schlecht. Insgesamt ist der Boss nicht schwer, weil man ständig in Bewegung bleibt. Kann ich euch mal zeigen, was passiert, wenn das Ding auf und landet. Zack! Wir sollten natürlich aufpassen mit dem Feuerstrahl, denn der macht Aua, wenn er uns trifft. So, und nun müssen wir diese Viecher runterlocken, das ist auch gar nicht mal so leicht. So, nun bewegt sich irgendwie, ich weiß nicht, wo das jetzt ist. Weißt du, wenn das Ding in der Mitte ist, dann... hat man es am besten mit dem Ausweichen gleichzeitig angreifen. Das muss nicht ziemlich rasch hintereinander vonstatten gehen, sonst ist er nämlich wieder weg. Und dann können wir nicht mehr angreifen. Und wenn wir zu langsam sind, dann landet er halt auf uns drauf. Na. Welche Waffe habe ich eigentlich gerade? Das müsste der Planetenbrecher sein, oder? Sieht zumindest so aus.
Ich schau einfach mal. Drachenrüstung, also das aktuelle. Was kann die eigentlich? Ein großer Schutz, ein guter Schutz. Ach nee, ich hab den Nixenspeer. Ja, vielleicht ist der Planetenbrecher jetzt was wirkungsvoller gegenüber. Nein. Gegenüber diesem komischen Seestern. Na nun, laufen. Naja, nicht wirklich, aber er ist auch nicht wirklich schwächer, von daher kann ich ihn wohl behalten. Ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, Seesterne als Endgegner zu benutzen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft, alle sind tot und ich muss husten, na toll. Geht's weiter? Ja, der Drache guckt nur blöd. Hitoderon ist vernichtet. Gosti schaut Luffy an. Und wir erhalten den Hornzauber. Das ist der letzte große Zauber, den wir bekommen. Der erhöht, soweit ich weiß, einfach unsere Abwehrkräfte. Ach, verdammt. Ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Und wir landen bei irgendeinem Typen. Waren wir hier nicht eben gerade schon mal? Ja, ganz sicher waren wir hier schon mal irgendwie. Und auf einmal haben wir den Typen hier, oder was? Hallo, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug. War das nicht die White? Oder White? Ich glaube schon, oder? Egal. Doch beim ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres. Ich versprach dir eine Belohnung, also komm mit mir. Ich zeig dir was. Ja, wir haben nun Will wiedergefunden. Du bist ein Freund von Perry? Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Yamai begann Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet. Alles umsonst. Ich habe kein Metall mehr, um es zu vollenden. Und ich werde hier bleiben und will helfen. Sage Perry, wenn du ihn siehst. Okay. Nicht extrem wichtiges also. Ach, so ein Seehalm immer noch nichts los. Ja, nun also auf dem Weg nach Yamai, um die Metallteile zu kaufen, wenn ich mich recht erinnere. Ach, gehen wir in den großen Hafen. Halt, nein, ich möchte erst noch so Perry. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob er da ist, aber probieren kann man es ja mal. Vielleicht sollte ich mir noch... Jetzt kann ich auch an Yamai machen. Das sollte kein Problem sein. War auch hier ein Liberite, das ja da oben. Okay, Perry ist nicht da. Achso, nee, ich glaube, den werde ich auch später erst wieder treffen. Also doch nach Yamai, aber davor müssen wir noch irgendwas machen. Jetzt, wo wir nicht das Schiff haben, können wir etwas übers Meer segeln. Bekomme dafür sogar eine Karte. Und ich denke, dann ist es jetzt mal Zeit, dass wir da nicht durchkommen, ist ja logisch. Nein, dass wir Mu mal besuchen. Wir hatten Mu und irgendein anderes Land noch aus dem Meer geholt, durch die beiden Schreine. Bei dem einen, da ist wirklich nichts los. Ich glaube, da kriegt man noch ein Kristall und ansonsten ist da wirklich nichts mehr. Aber in Mu gibt es, soweit ich weiß, noch eine neue Waffe oder eine neue Rüstung, eins von beiden. Müssen wir einfach mal schauen. Ach, hier ist Mu, okay. Hier können wir durch, aber ich bin mir sicher, das ist ein ziemlich falscher Weg. Ja, war mir irgendwie schon klar, weil wir haben da rechts ja noch einen Weg kaum zu sehen irgendwie. Na, und da haben wir auch schon die Truhe. Ach, natürlich noch mehr krabbeln, weil das so viel Spaß macht. Und da ist noch eine. Okay, dann öffnen wir zuerst dich. Ist da eine Fliege drunter? Nö. Ein Abwehr-Elixier, das ist doch nicht schlecht. Was haben wir eigentlich so für Items? Ja, nehmen wir das Elixier doch einfach gleich mal ein.
Und dann müssten wir hier unten, was auch immer drin haben, Rüstung, Waffe, Waffe, den Xenos-Speer. Was kann der? Das ist eine Waffe der besonderen Art. Also finden wir die auf den erhöhten Podesten in der Mitte. Plus 1 immerhin und verwandelt Abwehr in KP. Das hatte... War das irgendwie so, dass das getauscht wurde oder so? Ich weiß ja gar nicht. Das müsste ich jetzt einfach mal... Achso, nee, das muss ich im Ego-Spiegel nachschauen. Wären dann ziemlich wenig, oder? Weil das ist die extra Abwehr. Das kann ich jetzt sogar gerade so gar nicht bestimmen. Ich werde schauen, wenn wir gleich 40 KP mehr haben, dann bin ich gerade im falschen Dings da. Eigentlich mag ich solche Tauschdinger gar nicht. Davon gibt es nicht nur ein paar mehr irgendwie, die unsere Werte vertauschen und ändern. Naja, was es jetzt genau bringt, weiß ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Verwandelt Abwehr in KP. Ach, kann es sein, dass damit irgendwie die Abwehrpunkte von einem Level abgemeint sind? Das finde ich ziemlich schlecht irgendwie, denn dann würden wir ziemlich lange auf unseren, ich sag's mal, geringen Abwehrkräften bleiben. Ich glaube, deswegen wechsle ich die Waffe auch wieder, sobald ich kann. Aber hier hinten müsste noch irgendwo das andere Land sein, was wir aus dem Meer erhoben haben. Polynesien oder so. Ja, Polynes. Hier ist wirklich nichts los, also das ist wirklich tote Hose. Wir bleiben beim Planetenbrecher. Na, was sagst du? Mein Freund, du kamst hierher, um dich zu erholen, stimmt? Du wirst dich hier sehr wohlfühlen und nichts wird dich stören. So in etwa, also hier ist wirklich die tote Hose. Okay, übernachten wir es einfach mal. Ja, die gute Dame wurde zwar gewarnt, aber... Wie zu erwarten war. Wir waren zu lange in der Sonne. Und wir wurden auch gleich mitgeröstet. Luffy, dein Matschewert steigt. Hat leider keinerlei Einfluss. Also wie ihr seht, in Polynesien ist wirklich nichts mehr. Das ist wirklich nur zur hübschen Dekoration. Die Insel hätte man sich sparen können. Da unten haben wir Australien. Ach, die Stadt hier kann ich euch nochmal zeigen. Das hier ist Japan. Also wer sich das irgendwie denken kann, hier vorne Asien und hier sind die japanischen Inseln. Und für die Japaner nun mal sind, die sind ziemlich hochtechnologisiert. Derzeit auf dem höchsten Stand der Technologie, sogar mit was auch immer. Ich glaube, die haben hier auch irgendwo Telefon und Anzüge und Leucht und noch mehr ganz viel Kram. Wobei das überall in Asien hier irgendwie so ist. Yamai ist auch ziemlich hoch vom Technologiestand her. Uns interessiert hier aber etwas anderes, denn wir müssen hier hinten etwas suchen. Ich glaube, die Information bekommen wir irgendwo in Yamai. Dass man hier etwas Ansprechendes finden kann. Aber ich habe keine Lust, jetzt den ganzen Kram irgendwie so abzusuchen, deswegen... Da haben wir es auch schon. Wir finden die Turboschuhe. Die habe ich gesucht. Die werden wir nämlich jetzt demnächst brauchen. Und wir haben hier ein paar Taler. Okay, die interessieren mich jetzt nicht allzu sehr. So, was können die Turboschuhe? Mit denen können wir extrem schnell rennen. Wie man sich vielleicht auch jetzt denken könnte. Ich weiß aber gerade nicht, wie sie funktionieren. Steht das hier? Sie machen die schneller. Ja, das war irgendwie... Muss ich die ausrüsten? Ich glaube nicht. Muss ich die doch auswählen? Das wäre blöd. Na? Ach so, wir müssen die doch ausrüsten. Ja, das Wichtige damit ist eigentlich, dass wir damit Wände einreißen können. Deswegen brauchen wir die. Dann will ich nochmal schnell nach Yamai rein und dann werde ich den Part auch beenden. Gab es hier hinten jetzt noch irgendwas? Das gehört schon zu Australien. Also hier müsste es eigentlich viele Truhen geben in der gesamten Gegend. Eine Menge zu finden, eine Menge zu erkunden auch. Ganz viel optionaler Kram. Ich hätte mich schon wieder viel zu sehr mit irgendwelchen Quatsch auf, den ich eigentlich gar nicht brauche. Was haben wir hier? Glückselixier. Ganz schlecht.
Da oben weiß ich nicht, aber hier haben wir noch eine Kiste. Vermutlich ist da drunter noch eine Fliege. Nö, okay. Noch ein paar Taler, okay. Die sind jetzt wirklich nicht so interessant. Was haben wir hier? Nichts mehr. Okay. Außer vielleicht eine Fliege unterm Dings da. Wie heißen die Sträucher noch? Weiß nicht. Sind aus wie diese komischen Sträucher, die in den Wildwestfilmen immer durch die Wüste fliegen. Rollen, besser gesagt. Gut, hier haben wir auf jeden Fall Yamai. Da kommen wir jetzt erstmal hin. Yamai. Und Neon-Werbung und all den ganzen Quark, irgendwie, den kein Mensch wirklich braucht. Innen mit dem Kaktus, was auch immer das bedeuten soll. Na, wie teuer bleibst du? Wir bleiben über Nacht. 5 Taler pro. Damenbesuch ist untersagt, okay. Ja, das ist natürlich der Nachteil des Fortschritts irgendwie. Die Zimmer sind nicht mehr ganz so luxuriös. Und wir haben natürlich auch Fliegen hier drin. Was heißt natürlich, irgendwie in einem guten Gasthaus sollte sowas nicht vorkommen. Dass man Fliegen im Zimmer hat. Also 5-Sterne-Hotel ist das hier definitiv nicht. Können wir Fliegen nicht abmucksen? Nö. Und so andehnlich sehen die Rohre jetzt auch nicht aus. Wir werden aber erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann.